Hallihallo, Freunde, ich grüße euch. Ich bin's wieder, der Gunner. Und Freunde, was soll ich sagen? Ich bin nicht allein. Ja, wir haben heute wieder die große Offensive vom Namensgeber Sitgo. Da sind wir wieder das Gewinnerteam natürlich. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ich stelle euch kurz mein Fighting Team vor. Ja, als erstes ist da der Dynamis. Hallo, Dynamis. Hallo. Dann ist der Captain Kill dabei. Guten Tag. Der D-Tank ist dabei. Moin. Der Eli ist dabei. Guten Abend. Der LT-Runner ist dabei. Servus. Der One ist dabei. Servus. Der Jute Pharao ist auch mit am Start. Ja, hi, grüßt euch. Der Regent. Ich grüße euch. Und der Tjorne. Guten Abend. So. Was haben wir heute vor? Wir haben vor, wir sind also erstmal auf dem scheiße heißen Planeten Daymar, ne? Also die Sonne knallt, es ist unfassbar. Da hinten kommt ein Schiff. Hoffentlich ist das eins von unseren. Ja. Ja. So, also auf jeden Fall, wir sind auf Daymar und ihr seht schon, ich bin extrem gepanzert angezogen, alle anderen auch. Wir werden heute den ersten Kampfeinsatz auf einer oder um eine Carrick bestreiten. Heißt, wir sind das Verteidigerteam der Carrick. Ziel ist es, diese Pisces hier im Hintergrund muss erobert werden und nach PO geflogen werden. Anders als beim letzten Mal darf dieses Schiff hier hinter mir auch zerstört werden im Flug, beim Starten. Es ist also zum Abschuss freigegeben, sobald es erobert wurde. Ja, sonst ist natürlich unsere Aufgabe wie immer, wir verteidigen die Carrick, wir verteidigen die Pisces, wir haben Luftunterstützung, wir haben Bodenfahrzeuge, wir sind gewappnet, gemein und gefährlich. So, Leute, jetzt halte ich die Klappe und ihr seid dran. Also weiter im Plan. Die Miss ist wieder da. Sehr Carrick gut. soll Carrick jetzt kommt gleich kommen. angeflogen. Also gemeingefährlich, ja. Also ich würde die Carrack tatsächlich hier hinten vor die große Felswand stellen. Dann würde ich oder wer auch immer als Sniper oben drauf gehen. Ein Sniper auf die gegenüberliegende Felswand. Und Sind wir dann weit von genug uns auch. weg von der Mining Facility? Ja, Wie weit? ich habe eben einmal geschossen und das ging, also alles schön. Wir können ja alle mal kurz unsere Waffe in die Hand nehmen und mal abdrücken und ihr werdet sehen, es funktioniert. Aber bitte nicht geh aufeinander richten, die Waffen, Nicht danke. aufeinander richten, genau. So, da ist One, da Jo. hinten ist ist der Eli mit der Miss, die Pisces. Fahrzeuge stehen bei Tjorne, glaube ich, ne, ungefähr. Also ich habe ein Fahrzeug in der Mitte abgestellt. Ich bin gerade auf dem Weg hoch auf den nächsten Hügel. Ja. Weil ich wollte mir das mal von hier oben genauer angucken. Wie gesagt, ich würde sagen, da unten, wo du gerade eben standst in der Gegend, da würde ich die Carrack hinstellen. Relativ nah an die Felswand dran, dass von der Seite auf jeden Fall keiner kommen kann. Dass Ja, ich von das der Seite. Problem sind die Steine hier, glaube ich. So, Carrick wäre jetzt da, wo soll die Carrick hin? Zu wem soll die Carrick? Die Carrick kommt mal zu mir. Komm mal in meine Richtung. Okay. Dann noch mal ein Trick, wenn man ein Fahrzeug auf die Seite gelegt hat, es wieder aufzurichten. UA drücken, dass er ausgeht. Und dann warten, bis er auf dem Dach liegt. Und wenn er auf dem Dach liegt, drückst du wieder U. Genau. Und wenn es ganz und gar nicht geht, muss jemand kommen und dich kippen. Also von mir steht da noch ein Cyclone rum. John, ich wollte dir was zeigen. Du hast einen grünen Rover. Ja, mal. Ich bin hier oben auf dem Felsen. Jetzt versuch mal relativ nah an die Felswand zu kommen. Ich befürchte, das wird nicht funktionieren. Dann nehmen wir diese freie Pläne hier, würde ich fast sagen. Weil diese Kuhle hier sieht fast so aus, als wäre die für die Carrack gemacht. Siehst du das Okay. hier? Ja, ich sehe die Kuhle. Versuch da mal das Schiff reinzusetzen. Das war jetzt ganz witzig. Ich habe jetzt überlegt, wo ist denn die Carrick? Und auf einmal wird es dunkel über mir, ja? Ohne Scheiße. Zack, da ist sie ja. Du musst auf jeden Fall noch weiter vor. Okay, gehen wir mal ein bisschen Einparkhilfe. Vor, 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 vor. Weiter, weiter, weiter. Okay, stopp. Ein bisschen nach rechts. Also, ja, genau.
Und stopp, versuche jetzt mal zu landen. Kann bitte vorne einer mal gucken, ob der Hangar aufgeht? Ja, bin unterwegs. Wir setzen auf Stein auf, so wie ich das eben im Rechten ja, habe. Du kippst auch nach oben weg. Heb mal wieder ab ein Stück. Ich hätte die gar nicht so weit da reingedrückt in das Loch. Also nicht ganz so weit rein. Dann kommen wir weiter zurück. So, Tjörne? Ja, mindestens. Versuch mal jetzt runterzukommen. Calm down. Das würde, glaube ich, so gehen. Schwebt die vorne in der Luft oder steht sie? Sie schwebt noch in der Luft. Mach mal Engine off. Okay. Zack. Jop, sitzt auf. Alles gut. Bleibt's auch stehen? Sieht so aus. Okay. Sehr schön. Dann kommt, macht mal bitte alle also den Hangar oben auf. Hangar müssen wir nicht aufmachen. Ich würde den zulassen. Nee, wir müssen den Hangar aufmachen. Es müssen nein, müssen doch, wir nicht. Doch. Hast du gesagt, wir können entscheiden, ob wir ihn aufmachen oder nicht. Nein, nein, da ging es um die Cargo Base. Die Cargo-Klappe vorne. Ja. Der Hangar muss offen sein. Muss offen sein, genau. Okay. Dann. Ich würde jetzt zum Beispiel Rover und Cyclone oder ein Cyclone auf jeden Fall vorne reinstellen. Vielleicht ja, auch quer oder was, keine Ahnung. Ich fahre den cool. Cyclone mal vorne rein. Was natürlich cool wäre, wenn ihr da so einen Cyclone hier TR oder sowas reinstellt. Oder ein Osa. Dürfen wir mit dem Osa auf Menschen schießen? Das habe ich ja gefragt. Dann stellt auch den Osa vorne rein und stell einen in den Turm und alle, die reinkommen, kriegen eine Salve. Der Osa steht noch drin von mir. Ja, aber sie werden ja wahrscheinlich von oben bohren, zumindest wenn sie schlau sind. Ja, gut, aber so zwei MGs, die da auf dich knallen, ist doch bestimmt nicht ganz verkehrt. Ja. Das Problem Gana, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sid gesagt hat, Cargo, also unten die Rampe auf und den Hangar dürfen wir entscheiden oder umgekehrt. Ich kläre das gleich nochmal, aber ich das bin gut, glaube ich. Meinung, er hat gesagt, Hangar auf, Cargo Bay kann offen oder geschlossen sein. Der von mir, der Ursa, steht noch drin. Geht die Cargo Bay überhaupt schon auf? Ich pack mal den Ursa raus. Nicht die Cargo Bay, die Garage. Auf der Rampe ist ein bisschen schlecht gerade. Versuch mal rückwärts, vielleicht kommst du dann besser dran. Also alle Türen plus Hangar geöffnet, anstatt nur unlocked, steht im Post. Ja, sehe ich auch gerade nach, kann ich bestätigen. So. Ne, er bleibt hängen. Keine Ahnung. Scheiße. Kommst nicht hoch. Der steht, glaube ich, irgendwie auf so einer, oder? Also nicht. So. Okay. Muss der Pilot da mal ein bisschen fuckeln. Eine Frage, Idee, Anmerkung. Die wären natürlich jetzt alle Mining Areas oder was auch immer hier Außenposten direkt anwarpen, ne? Ja, klar. So, wie wäre es denn, wenn wir uns mit den Schiffen, die jetzt sowieso in der Luft sind, schon mal in diese Richtung, wir wissen ja, aus welcher sie kommen. Also werden die antworten, da ist waffenfrei, das weiß ich. Und dann werden die natürlich anfangen, um die jeweiligen waffenfreien Zonen zu suchen. Wenn wir schon mal uns auch in die Richtung dieser unserer Landezone begeben und die dort schon abfangen und vom Suchen abhalten. Ja, du. Zwar, welchen Punkt sie antworten müssen, aber ja, die haben Carrick genau. noch nicht gefunden. Das Erste, was ihr jetzt machen solltet, alle mal in die Carrick kommen, die sich hier verorten müssen und einmal hier verorten. So, ich kämpfe ja eher auf der Carrick, also von daher. Ich werde jetzt hochgehen in den Kanal und werde Sitko sagen, dass sie in 5 Minuten starten können, okay? Alles. Mhm. Gut, dann bin ich gleich wieder da. Soll ich auch mich auf der Carrick verorten oder soll ich beim zweiten Mal dann mit dem Flieger kommen? Das kannst du selbst entscheiden. Captain, könntest du mal hochgehen? Runtergehen? Weil ich müsste mich sonst raustappen, das wäre ein bisschen ich schade. Ich habe keinen Zugriff drauf. Ich gehe rüber. Danke dir. In 5 Minuten also, richtig? In 5 Minuten können sie starten. Okay. Da können wir uns ich schon mal Gedanken machen, wie wir das mit der Verteilung der Sprecher, sage ich mal, machen.
Genau. Wo müssen wir denn hier hin? So. Subdeck? Also ich... Subdeck, oder? Erstmal zum Habitation Deck. Habitation. Und da ist die Verortung. Gut. Und wichtig, ihr müsst nicht unbedingt euch reinlegen, ihr könnt auch einfach so euch verorten. Ja, rechts. Rechts ist da der Bildschirm, ne? Ja. Yep. Willkommen in der Medbay. Hallo. Hola. Einfach hier rangehen und verorten. Hier auf der rechten Seite geht das. Und am besten nicht so auf Rennen machen, sondern lauft langsam, weil sonst kann es sein, dass wir uns gegenseitig. Ja, dafür ist doch die Medbay da. Also ich gehe in der auf der Steuerbordseite der Carrack nach vorne rechts, also nach vorne hoch in die Berge rein und leg mich da hin. Okay. Wer geht in die Pisces? Ich bin ja unter der Pisces. Was wir alles verteidigen. Verteidigen wir nur die Pisces oder verteidigen wir auch ein bisschen die Carrack? Die Carrack darf nicht zerstört werden. Das bedeutet, wir hindern sie natürlich am Reinkommen, aber ihr Ziel ist es ganz klar, die Pisces wegzukriegen. Könnte sein, dass die Carrack weg ist. Ich bin rausgekickt worden. Nee, noch ist sie da. Wir sind ja alle an Bord. Am Crash to Desktop. Na, dann kommst du wieder. Da hast du aber Recover. Dann hast du Recover. Genau. So. Also, wir müssen das Subdeck sichern. Wenn jetzt schon so viel los ist. Und Deck 3 muss gesichert werden. Gut, ich würde. Aber wir könnten auch. Wir sollten auch das Deck ganz oben sichern, das Deck 4. Weil die können ja auch von oben reinkommen, theoretisch. Ja, sonst würde ich mich oben auf Deck 4 hinstellen. Ja, ich habe gedacht, ich spendiere unserem Fahrzeug mal. Ne? Sieht gut aus, hast du fein gemacht. 5,41 Euro. Bei Gunner oben gibt es ja auch noch 2 Eingänge. Ja. Nicht, dass sie dann mal kommen. Und nur das Subdeck geschnitten und die Preise. Da drüben steht er hier. So, ich werde erstmal in die Garage gehen und werde mir nochmal von außen alles angucken. Tu das. Schick, schick. Gell. Das ist der Cargo-Raum, hier ist die Garage. So, hier wäre noch Platz für ein Fahrzeug. Wollen wir hier den TR reinstellen? Wir haben noch einen Rover, das, ne? Ich wollte gerade sagen, es ist noch ein Rover da, stell lieber den rein. Dann stellen wir noch einen Rover rein, genau. Ich fahre dir rein, oder willst du fahren, Jörn? Komm. Nee, ich muss nach oben, ich muss auf meinen Bock, sonst kommen die gleich und wir fahren ihn morgen oder wann. Okay, ja, ich hab Bescheid gesagt, aber ich soll nochmal definitiv Bescheid sagen, wenn es losgeht. Okay, alles klar. Gut. Möchte jemand den TR, TR besetzen und zu zweit, dass man damit kämpft? Zwei Leute da Lust drauf oder lieber FPS-Kampf machen? Ich mache FPS. Ich würde es machen, weil ich eh keine Waffe ziehen kann. Ja. Gut, dann, passt doch. Dann komm du hierher. Du brauchst bloß noch einen zweiten Mann für fürs Geschütz quasi, ne? Achso, ich stehe wieder im Weg. Ja, genau. Scheiße, ich komme nicht hoch. Ja, mit Fahrzeugen kommt man irgendwie nicht die Rampe hoch. Die schwebt so ein bisschen. Also ist nicht lang genug. Aber das ist ein generelles Problem. Da kann man nichts machen mit umparken oder so. Liegt da ein Stein drunter? Nee, das liegt nicht an Stein oder so. Die Rampe ist generell so kurz. Hm. Ja, komm schon. Dann geht doch einer kurz ins Cockpit und kippt das Schiff vorne was nach vorne. Wenn ich vorwärts reinfahre, kann ich mich aber nicht drehen, das ist ja kacke. Wartet doch, Leute, wartet. Das ist also unser MG Rover. Sieht ja süß aus. Tjorne? Jawohl. Du machst du den Sniper da oben oder? Jawohl. Ah, okay, alles klar. Gut. So der Plan. So, One und Eli sind da hinten. Yes. Dann haben wir hier noch den RC. Anfliegen. Genau, dann können wir dort schon mal anfangen zu stören. Bewegt sich die Carrick in irgendeiner Form hier oder nicht? Negativ. Da bewegt sich nichts.
schwerfälliges Ding. Die Miss hier auf SCD-1 könnte sich auch aufs Patch stellen und nochmal nachtanken. Das ist eine Maßnahme. Jetzt hat's. Oh, jetzt warte mal. Jetzt macht sie was. Nochmal. Aber ich komm. Jetzt. Warte, noch nicht. Nochmal wippen. Ich komme da nicht hoch, ne? Wenn ihr in der Carrick einen Piloten habt, einfach mal Steuerung, dann geht ihr ein bisschen in die Knie, dann kommt die Rampe ein Stück runter. Jetzt, jetzt! Ja, jetzt ist er wieder hoch. Nochmal. Das ist ja... Das ist ja total bekloppt. Ja, CLG hat bei der Rampe ein bisschen gespart. Ja, warte mal, warte eine Sekunde, warte mal, Kahn, warte. Drücke ich sie jetzt vielleicht runter? Gerade? Mit dem Buggy kommst du nämlich drauf. Ja, mit dem Buggy kommst du drauf. Vorwärts komme ich vielleicht auch drauf, aber ich werde nicht. Jetzt, warte mal. Ja, jetzt muss ich mich wieder einlenken. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Du bist am Boden und man kommt nicht drauf, oder was? Die kommen jetzt doch gleich schon, oder? Wir haben denen noch gesagt. Nein. Die haben gesagt, wir sagen definitiv nochmal Bescheid. Okay, alles klar. Bist du drin oder nicht? Mal vor. Nein, ich komme nicht drauf. Das ist Wahnsinn. Kannst du ein ganz bisschen Force draven? Ja, ich versuch's. Warte. Naja, das ist zu viel. Nicht, dass ich den hier gleich aufgabel, weißt du? Du versuchst jetzt mal. Yes. Ja. Okay, und wieder runter mit dir. Hm? Boah. Fuck, in der Außenansicht sollte man das vielleicht nicht machen, ey. Ja, ganz so. Gut aus. Kann man den neben den anderen stellen? Passt das? Ja. Ach du Jemine. So, mach vielleicht noch die Türrampe hoch. Diese Rampe da vor der Tür. Ja, die ist doch schon oben. Habe ich schon hochgemacht. Okay, ich war gerade nicht drin. Ja, der Captain ist dir wieder mal einen Schritt voraus. Kann mir mal einer sagen, wie ich denn jetzt zu dem Hangar komme? Wie war das nochmal, Leute? Raus. Geradeaus. Ja, also, da komme ich doch nicht daneben. Alter. Und dann hast du denn links kommt ein Elevator. Ja, okay, den habe ich ja. So, ganz hoch, kurz, hallo, Pharao, was ist los? 5 Minuten sind lange um. Können wir loslegen, oder? Ja, Leute. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es ja auch vergessen. Nein, ich habe es nicht vergessen, nur, sie fragten alle schon hier ganz wild. Was denn? Dass ihr gleich kommt und, ne? Also, können wir loslegen oder noch nicht? Ja, erzähl. Zählt von 60, eine Minute noch, dann könnt ihr loslegen. Ja. Na gut. So, und wo muss ich jetzt hin mit dem Elevator? Ja, warte, Pharao, ich komme auf Technical Deck. Deck 3. Okay, dann bin ich da jetzt. Okay. Ich komme jetzt auch aufs Technical Deck hoch. Was machen wir? Ich würde gerne wieder die FPS-Koordination übernehmen, wenn das okay ist. Bin ich jetzt hier in Technical Deck? Kannst du gerne machen. Das ist Technical Deck. Du willst in den Hangar, ne? Ja. Ja, Sub. Nee, das ist der Fahrzeughangar auf dem Subdeck. Auf dem Technical Deck, da gibt's den richtigen Hangar mit der Pisces. Komm, dann mach mal, Captain. Ich kenne mich in dem Schiff aus. Ja, dann. Ich will nach ganz. Bring uns mal hoch hier. So. Hier, siehst du? Ja, Hangar. Ah, ja, da haben wir schon. Sehr schön. Und dann geht hier auf der Seite auf und auf der anderen Seite. Okay, Leute. Ja, jetzt auf so einen kleinen Hügel gestellt. Ich hab dir aufgemacht, Pharao. Ja, danke. Bin unterwegs. Bitte. So, und ich gehe jetzt runter. Zack. Genau, leg dich mal hin. Gut. Leg dich flach. So. Dynamis und LT-Runner? Jawohl. Ja. Versteckt euch mal ein bisschen. Nicht da oben so mitten auf der Pläne stellen. Guck mal, wenn ihr den Berg runterfahrt, da ist so ein kleiner Überhang an diese Richtung. Habt ihr das gesehen? Bist du von uns auf 11 Uhr ungefähr? Ja, genau. Boah, ist das bescheuert, dass man mit keinem Visier hier vernünftig gucken kann mit diesen dämlichen genau. Rüstungen. So, dass man euch nicht gleich sieht, wisst ihr?
Ja. Irgendwo so in so einem kleinen Felsvorsprung ein bisschen verstecken. Versuch dich in Schatten zu stellen. Genau, ich in Schatten sagen, ist auch gut. Ich würde fast sagen, dass wir entweder zwei noch, also noch eine unter die Pisces tun und dann die Eingänge verteidigen oder irgendwie anders die Pisces verteidigen, weil wenn wir uns wirklich in die Pisces reinstellen, dann wird das ein bisschen schwierig. Wir haben fast keine Deckung, wenn die Naja, deshalb sage ich ja, eine unter die Pisces sich legen. Ich bin schon runter. Das hat Pharao schon gemacht, aber perfekt. Einer weiß ich auch nicht, ob das reicht, weil wenn er dann nicht alle erwischen kann, ich bin dann gehen die einfach rein und fliegen weg. Ja, ich bin noch eins da drüber. Deswegen würde ich eigentlich die Eingänge noch sichern. Der eine Rover, ne? Also, ich finde es ja super, dass die so dicht zusammenstehen, aber hier kommt keiner durch, regend. Kannst du den hier, wenn ich deine Blickrichtung, den rechten, einfach nur mal das Lenkrad nach rechts einschlagen und so ein bisschen rechts rüber? So, nochmal, hast du jetzt mit mir gequatscht eben? Ja, mit dir, regend. Warte mal. Nenn mich Kahn. Kahn, okay. Nee, also ich kann der ist gut, der andere Rover. Pharao, ich kann, hier ist Pharao, ich kann nur den rechten Eingang abdecken. Den linken, da liegen kommen die hin. Ja, Problem ist, dass ich nicht in die Klappe reinkomme. Der geht nur halb auf irgendwie. Ja, wegen der. Musst du hinten in der das Shot runter machen. Ne, dass die wahrscheinlich vom Fahrzeughangar eher links über diese Leiter, dass er dich vielleicht von oben von dem Habitation Deck aus noch oder. Vom Habitation aus kann man die Tür nicht aufmachen zur Leiter. Wie kann man denn diese Klappe hier im Boden reinkommen, kommen die oben da aus ist der ein Schalter raus. Neben der Tür da bei dir. Ja. Raus kommst du und die werden natürlich nicht unbedingt. Er hat was gescannt. Ich. Okay. Ja, dann werden die wahrscheinlich ein paar über die Leiter, ein paar über den Fahrstuhl. Genau, dass dann werden die über die Leiter rauskommen, dass ihr die im Blick habt von dem Deck aus irgendwie. Ja, da kommt es jetzt drauf an, wie viele Leute wir hier in der Carrick haben. Ja. Pharao ist schon an seinem Platz, das finde ich gut. Dann würde ich noch ein paar in der Nähe des Fahrstuhls platzieren und ein oder zwei Leute bei der Leiter. So viel sind wir nicht. Ne? So, was wolltest du jetzt, dass ich in die Ursa mache? Ich möchte ganz gern, dass du den... Okay, wir haben Kontakt. Rechts, okay, rechts einschlagen. Und ein bisschen vorwärts, ganz lang, vorsichtig. Hoppala, warum ist denn da die Waffe? Ja, wir haben Kontakt. Ja, ist Zitro. So, oder was? Warte mal, ich versuche durchzukommen. Ja, alles klar, so ist gut. So, ich lege mich unter den Rover. Okay, gut, dann müssen wir das halt so machen. Pharao, wenn jemand bei dir ist, erstattest du bitte umgehend Meldung. Kann ich keine Copy there. Doch. Falls uns jemand durchschlüpft. Ja. Dann stelle ich mich hier außen hin zur Leitern zum Fahrstuhl. Zitko ist scheinbar weg. Nee, der ist 5000 Meter vor meiner Position. In der Arrow. Jetzt verfolgt ihn aber nicht beide, ne? Nee. Nein. Ich versuche nur zu stören und abzulenken. Du kannst auch versuchen, ihn mit einem EMP runterzuholen, aber geht kein Risiko. Ja, der ist. Nee, der Kahn? Ist zu pfiffig. Ja. Lass das lieber. Nee. Kahn? Der du ist kannst ihn auch schön unter den Rover legen. Ja, aber ich wollte mal gucken, was. Vielleicht kommt ja was angefahren. Weiß ich. Ach, okay, mit deinem Raketenwerfer, ich sehe es schon. Geil. Ist das unsere Mist, die über uns fliegt? Ja. Okay. Na, Raketenwerfer habe ich keine auch noch einen bei. Zur Not steht draußen auch noch eine Dragonfly. Okay, Sitko hat jetzt die anderen geholt. Okay. Ich flieg einfach mal weg. Dass die begebt euch nicht in Gefahr. Ziel ist es mal zu überleben, okay? Ja. Ich lenke die nur ab. Ich ziehe die jetzt schön mit Vollspeed hier weg. Ihr sollt ausnahmsweise mal leben. Was hat der ein oder zwei Sniper und wer hat was im Blick? Ich habe die Carrack von der Steuerbordseite aus im Blick Richtung, ich blicke Richtung Sonne. Oh. Also quasi Richtung Shubbing. Hier scannt jemand. Kontakt. Wir scannen wahrscheinlich die Carrack, um zu gucken, wie viele Leute drin sind.
Graupunkt. Also ich denke, Primär-Fighter sind, glaube ich, nicht so relevant, oder? Lieber erst gucken, wo die die Rett haben. Wenn Graupunkt mit Namen zerstört. Ist Aquarium ist Aquarius bei uns? Nein. Nein. Negativ. Ist im Anflug mit einer Hornet. Okay, ja, gut. Alles gut. Ich EMP die einfach, um sie zu stören. Wow, das war ein Rammer. Kann mal vorkommen. Ja, das weiß ich doch. So, Hornet ist zumindest EMP'd. So, ich muss noch mal eben Captain Kill was fragen. Kannst du mich von irgendeiner Position unter der Pisces sehen? Ich guck mal. Einmal rumrennen und durch die Fenster spähen, ob du mich vielleicht sehen kannst. Von den Seitenfenstern könnte man nicht sehen, wenn man hochspringt, werden sie aber höchstwahrscheinlich nicht machen. Okay, alles klar. Gut. Die Hornet hat keine Schilde, Eli. Guck jetzt weiter. Mhm. Also, an sich könnte man dich aus den Fenstern nicht sehen. Scan von hinter euch. Guck, was ist, wenn man reingeht. Wenn man reingeht, könnte man dich kurz sehen. Ja, du bist auf der anderen Seite, andere Tür reingegangen, oder was? Da hinten kommt eine Carrick, Freunde. Ja, was? Da kommt eine Carrick. Ja, da oben ist eine Carrick. Die kommt jetzt, fliegt jetzt auf die Backbordseite. Und von hier kann man dich eindeutig sehen. Ja, okay, alles klar. Dann warte ich, bis die Tür aufgeht. Die schleichen sich hinten hinter uns, würde ich sagen. Es könnte auch sein, dass die landen und echt mit Fahrzeugen angreifen, Freunde. Die haben sich wahrscheinlich auch alle in der Carrick verortet. Die Carrick ist auf jeden Fall noch da, die schwebt da oben noch rum, die guckt jetzt genau in unsere Richtung. Okay. Kann jemand schießen? Die Carrick. Die Carrick mit EMP? Auf was schießt die Carrick denn? Sie kommt, Achtung. Der rechte Turm der Carrick schießt. Sauber, außer mit EMP, Carrick fliegt noch. Achtung, die Carrick geht runter. Die Carrick hat keine Schilde, ihr könnt auf die Carrick. Ja, die stürzt ab. Die stürzt auf die Carrick, bitte. Sonst haben die stürzt gerade ab, die Carrick. Jawoll! Nicht dumm, so eine Raven, ha? Zerlegt! Hier, jetzt versuchen sie noch rauszukommen, vorsichtig! Es ist aber nicht kaputt. Irgendwas zu erreichen, habe ich das Gefühl. Ich gehe nochmal runter mit einem EMP auf die Carrick. Ja, ich bin zerstört. Ich bin zerstört. Carrick sollte man auf jeden Fall zerstören, weil da haben die sich mit Sicherheit verortet. Ja, eben. Deswegen wollte ich, dass jemand die EMPs. Sehr schön, Freunde. Vorsichtig. Genau, der Carrick. Dynamis, passt auf euch auf. Ich feuer jetzt mit auf die Carrick. Noch bewegt sie sich. Ich feuer mit auf die Carrick, ich wäre aber angegriffen. Ich komme mit einem neuen Schiff. Alles auf die Carrick. Ich muss mich hier rausbegeben. Wärst du da hoch zu Carrick? Alle bitte auf die Carrick, weil die Schiffe haben. Der Tumbler kann auch draufhauen, wenn er will. Oh, was höre ich denn da? Achtung, die Carrick kommt von der Steuerbordseite. Setz was ab. Also so sieht es zumindest aus, ob sie irgendwie was absetzen würde. Ich habe irgendwie Blackscreen. Da fliegen die Dinger weg. Ist die Carrick schon beschädigt? Da oben ist eine Gladius. Die Carrick hat keine Schilde, ist über dem Boden und ist stark beschädigt. Hier ist eine Gladius, die kommt gerade Carrick voraus. Genau. Juan, versuch mal, ob du die Gladius EMPen kannst. Ich guck gerade, ich bin gerade nochmal neu im Anflug. Da ist irgendwas kaputt. Ich bin der Meinung, die haben sich bei dir was da abgesetzt. Also. Ja, das glaube ich auch, aber ich komme hier jetzt schlecht weg. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier. Doch, hier oben kommt. Ne, hier kommt gerade die Carrick über mir. Ja, die Carrick ist gerade über der anderen Carrick, also unserer.
Ich glaube, die wollen vor uns landen, dass sie einen kurzen Weg zu uns rein haben. Oh! Ist die Carry kaputt? Snook in der Gladius, ich greife jetzt die Gladius an. Ja, alles klar. Ich hatte Game Crash, ich komm, muss nach. Oh, die Carry kommt uns ziemlich nah. Na, die wollen die Piskes dann mit der anderen Carrick weiter, wahrscheinlich. Gladius hat EMP, keine Schilder. Oh, kann mich jemand aus dem Bett killen? Ich komm nicht raus. Ach so. Carrick hat die Klappe jetzt genau unten zu unserer Klappe. Ja, die wollen einen kurzen Weg zu uns rein haben. Vorher bitte weiter auf die Carrick ein bisschen. Denk nur dran, die steht ganz nah bei unserer, nicht dass die explodiert und unsere mitnimmt. Tut sie einfach mal schwer beschädigt, nicht zerstören. Die fährt die Klappe wieder hoch. Wir haben noch Schilde, wir haben ja noch Schilde. Achtung, die sitzen in der Regen. Khan, pass auf, die sitzen in dem Hangar vorne drin. Jo. Aber die fährt bei mir gerade die Klappe wieder hoch. Ja, die hat die Klappe wieder zu. Vielleicht haben sie ausgeladen schon. Mal schauen. Ja, das kann sein. Wenn sind die hinter mir. Die werden alle in der Carrick verortet sein, denke ich mal. Ja, definitiv. Kann jemand scannen? Wie sieht's unten aus, Gunner? Kontakte? Wir hatten eine Hornet, aber alles gut. Hier ist eine Hornet. Die Hornet nehme ich. Die Gladius? Die Gladius habe ich EMP, die müsste ziemlich ohne Schilde sein. Und eine Buccaneer. Die landet gerade. Die Buccaneer landet Backbordseite, die Gladius landet Backbordseite. Die Hornet landet voraus. Ja. Die Klappe geht auf von der Carrick. Gut, dann gehe ich nochmal auf die Carrick. Okay, die wollen uns jetzt stürmen, so wie es aussieht. Wem gehört die Buccaneer? Den Gegner. Alles klar. Einer läuft bei der Buccaneer rum. Die kommen jetzt rein. Kommen jetzt alle rein. Bist du im Turm? Ja, ich gehe rein. Dynamis, du lebst sehr gefährlich, bei dir sind die ganzen Gegner. Ich wollte eigentlich das Schiff von den klauen. Ja, das war eine dumme Idee, da ist gerade erst jemand ausgestiegen. One, ich komme jetzt mit einer 325 A. Gana, wie sieht's bei dir unten aus? Wurde dir schon Kontakte, viele Kontakte. Okay. Ja, die sind alle vorne vor der Rampe. Ich habe schon zwei umgebracht, aber... Ja, ich habe mit dem Rover auch schon was weggebracht. So, Graupunkt ist mit Freelancer da. Ich versuche den jetzt mal... ...platt zu machen. Benutzt die Rampe als Deckung, Gana. Oh, mein Schild ist klar. Also, die haben den Mist direkt vorne, sagt er. Scheiße, die haben mich gesehen. Fuck, jetzt habe ich keine Muni mehr. Jetzt steht der Idiot auf. Anstatt der liegen bleibt. Es gibt keine Idioten. Gunner, sind sie immer noch vor unserem Hangar? Jawohl. Okay, gut. Die könnten uns halt von vielen Seiten hier oben aufmachen. So, Freelancer ist weg. Sehr gut. Okay. Die kommen jetzt hier hoch bei mir. Dann haut noch ein bisschen drauf, würde ich sagen. Erstmal noch die Buccaneer. Wir können die erstmal nicht weglegen. Wer wirft denn hier? Wirft hier einer Granaten? Ich habe gerade meinen dritten Crime-Stat gekriegt. Super. Ich komme auch mal runter auf Topic. Aber hier oben ist ein bisschen schwieriger zu verteidigen als halt für Pharao. Eine gute Deckung. Weil hier oben gibt es wenig Deckung. Sonst bin ich ja noch bei Pharao. Welche Pisces seid denn eigentlich ihr? Die mit der. Was? Welche Pisces? Gerne benutzt mal die Rampe hier als Deckung. Ich habe drei gerade weggemacht. Der T-Visor ist nicht bei uns, ne? Nein. Gut, dann machst du die Pisces, die Carrick weg. Khan, alles gut bei dir? Ja, bei mir ist alles gut. Du bist noch im Rover, ja? Ne, ich bin aus dem Rover raus, weil die hochkam. Ich kann aber wieder reingehen, aber ich krieg... Nö, alles gut, dann bleib mal erstmal da. Ich krieg die Tür nicht auf. Also vor der Carrick ist jetzt keiner mehr, die Carrick fliegt weg. Ja, ich bin dran, ich feuer auf die Carrick bereits. Und die Carrick fällt gerade einer raus aus der Carrick. Die muss weg, bitte. Captain, kannst du mal die... Ich feuer schon, ich bin aber alleine mit zwei... Die boarden jetzt oben am Hangar. Was hast du gesagt? Ich bin auf dem Weg, Juan. Die Carrick boardet oben am Hangar. Kill nach oben. Geh du mit nach oben. Ich feuer schon auf die Carrick. Ja, die ist gerade abgestürzt. Oh ja, hier kommt sie.
Ja, die ist gerade wirklich abgestürzt. Wo ist die Lampen? Ja, weil ich die impiert habe. Ich impiere die weiter, euch auch mit, aber das geht jetzt nicht anders. Ja. Hey, T-Runner, ich bin gerade hinter dir. Ja, oh. Falter. Knopflos! Knopflos ist an Bord! Knopflos an Bord, okay, ich gehe hoch ins Technical Deck. Ich gehe auch hoch ins Deck. Wo ist Knopflos? Geh mal die Position durch. Kann ich dir nicht sagen, ich habe nur gesehen. Es kommt gerade noch einer hoch, die Rampe. Has left the channel. Ist wieder raus. Ja, der, okay. Der ist mit seiner Leiche hier reingefallen. Ah ja, deswegen, okay. Ja. Die haben keine Schiffe mehr hier, ne? Seht ihr noch feindliche Schiffe irgendwie? Könnt ihr das da steht noch einer vor der Rampe, an der Rampe. 325A ist uns die Hornet, ne? Aquarius has joined channel. Alles klar, Rampe gesichert. Gut, ich mach noch die Hornet weg. Hier mit einer super Rampe gesichert, okay. Ich bin mit Khan hier oben bei der Pisces. Khan, du sicherst die Hornet ist weg. Cool. Okay, Aquarius has left. Gut, alles klar. Alter! Das war die Hornet. Jetzt haben die keine Schiffe mehr, ne? Ja, Himmel ist rot. Aber eben ist einer den Berg runtergelaufen gekommen. Ich habe lieber hier. Das ist die Treppe, die Leiter. Hier ist es wahrscheinlich, dass sie kommen. Alles klar. Gut. Hier und da hinten am Fahrstuhl. Das Problem ist, hier hat man halt nirgends Deckung in dem scheiß Schiff. Von wo sind die runtergekommen? Da ungefähr von da, wo Tjorne jetzt steht. Und okay. Dynamis. Da ist eben einer runtergelaufen gekommen, den Berg. Okay. Kann jemand von der Carrack die Lampen anmachen? Ja, ich kann das schnell machen. Damit man hier vor was sieht, weil jetzt kommt Sturm und Nacht und das wird gleich arschfinster. Ich befürchte, ich habe Crash to Desktop, Freunde. Ne? Okay. Gladius? Kannst du das kennen? Gladius ist nicht von uns. Ich scanne. Die ist hier gerade bei Runner unter der von Snook. Oh, hier kommt. Achso. Okay, die Gladius ist auch weg. Wow. Soll ich eigentlich an Bord kommen oder soll ich in der? Boah, das sieht voll geil aus mit deinem. Wo bist du denn? Der Super Hornet über der Carrack. Na gut, die werden ja neu anfliegen müssen. Genau. Ich würde ruhig. Aber da bringt die Hornet nicht viel, oder? Wie bitte? Da bringt die Hornet doch nicht viel, oder? Doch, gegen kleine Schiffe auf jeden Fall. Ja, okay. Als Backup, wenn der. Ich gehe davon aus, dass ich die ja vorher alle EMP'd habe und die ohne Schilde kommen. Alles gut. Ey, der Hangar oben ist zugegangen. Du bist was? So böse. Ja, der ist zugegangen oben. Dann mach den wieder auf, bitte. Regent Khan, machst den auf? Ja, na klar. Kein Problem. Wo? Der ist bei dir auf dem Deck, da bei der schwarzen Konsole. Bei mir auch. Ja, Freunde, ich bin jetzt gerade rausgeflogen. Ich versuche direkt wieder reinzukommen und hoffe mal, dass ich einen Relock bekomme. Und dann geht's gleich weiter. Schwarze Konsole, du erzählst doch Scheiße. Nein. Ja, dann eine Konsole, doch, die vorne am Schiff außen. Ah, oder ein bisschen da. An dem Fenster. Genau. Die leuchtet ja nicht mal, diese Konsole. Ja, eben, die ist halt schwarz. Ne? Super. Aber wer hat die denn zugemacht, bitte? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay. Ist doch egal. Einfach wieder aufmachen, fertig. Ich krieg auch den Relog. Ich hatte übrigens gerade dasselbe Problem wie One. Ich habe ein Magazin mehr geschossen und plötzlich hatte ich gar keins mehr. Oh, mhm. Okay. Ja, das scheint dann. Der Captain, bist du in der Nähe von dem. Von der. Pisces. Nee, die Lampen anmachen von der Carrack, damit man was sieht draußen. Also, ich hab die gerade eigentlich angemacht, aber irgendwie. Anscheinend wollen die nicht. Okay. Ich hab 10.000 Mal jetzt gefühlt schon. Hier landet gerade eine 300 da. 325. Aber nur mal so. Es könnte auch daran liegen, dass wir schwer beschädigt sind vorne. Okay. Ja, weil die Character. Was ist das für eine Origin hier? Genau. Die da steht, das ist meine. Die hat aber keine Waffen, deshalb musste ich gerade. Weil die so rumschwabbelt. Wem gehörten eigentlich die Pisces Archimedes? Die was? Die Krüger Archimedes.
steht auch noch bei der Carrick rum. Eine grüne Archimedes gibt's doch noch gar nicht. Die Krüger Archimedes. Ach so. Natürlich gibt's auch grüne Archimedes. Ich scanne mal. Ich gehe mal auf Subdeck, solange Gunnar nicht da ist. Ich bin wieder da. Gunnar ist back. Okay, gut. Hier passiert irgendwas. Ich sehe Scheinwerfer vor dem Hangareingang. Also vom unteren Hangar. Also die Archimedes ist vom T-Wiesel. T-Wiesel ist nicht bei uns, Hangar, oder? T-Wiesel ist nicht bei uns. Gerne, ist bei dir auch der untere Hangar zu? Nein, der ist offen. Archimedes ist auch weg, jetzt habt ihr Licht. Okay. Das ist interessant. Super. Bei mir ist der Hangar unten aber auch zu. Sehr schön. Das heißt, die haben jetzt keine Schiffe mehr hier bei uns stehen. Bei mir ist der Hangar offen. Also, ich mach's einfach nochmal auf, sicherheitshalber. Darf ich nochmal ganz kurz hier, und zwar Aquarius ist drüben, Dat Wiesel ist drüben, Graupunkt, Knopf, Merlin, Oreshi, Regan, Region heißt der, und dann Snook und Xervius. Ja. Das sind die, die alle drüben sind. Richtig. Ich komm mal kurz in die Carrick rein, um mich neu zu verorten. Tu mir mal einen Gefallen, mach mal bitte von der... Irgendeiner von der 325 die Scheinwerfer. An oder aus? An. Die Tank 56, das ist unser, ne? Ja. Okay. An. Ach so, okay. Mag jemand mal das Hangardeck wieder aufmachen? Ja. Das fährt gerade schon wieder zu. Ich hab mich gerade verklickt. Ich hab's jetzt aber alles wieder aufgemacht eigentlich. Ja, hier unten geht auf jeden Fall alles auf. Ja, perfekt. Johann, wie ist die Lage da oben? Ja, ganz gut. Also, ist nicht viel los, ne? Hat jemand Zeit? Ne, die werden jetzt alle nochmal kompakt anfliegen. Das ich komme jetzt wieder mit einer Miss. Ich bin jetzt mal an Bord von der Carrick, okay? Ja, komm rein. Ja, ich könnte hier hinten bei der Pisces vielleicht noch eingebrochen, die andere Tür im Auge halten. Ja, ich bin auch da bei dir. Okay, alles gut. Ich hab die Pisces von oben im Blick. So, also bis jetzt hat sich ja die Raven gelohnt, ne? Definitiv. Auf jeden Fall. Ich hol mir die Hawk. Trotzdem, dass du nicht schießen kannst, One, ne? Bist du doch nützlich. Ich hab zweimal Zeit. Die kommen. Dran, ja. Okay. Von wo, mit was? Mit der 325A auf jeden Fall. Mit der Miss, glaube ich, auch noch. Ja, aus Elis Richtung. Ja, aber schwer geballert, 80 Kilometer. Gut, ich komme zu dir, Luftunterstützung. Mhm, wäre super. Regent, Khan? Ja, bitte. Du bist jetzt oben bei der Pisces, ja? Ich bin oben bei der Pisces, ja. Soll ich wieder runterkommen? Nee, wie viel seid ihr da in der Pisces? Wo? Wir sind drei Stück. Drei? Also mit Pharao mitgezählt. Ich bin wieder weg. 325A bei euch im Anflug ist EMP. Was machst du hier oben, Runner? Willst du uns helfen? Aus welcher Richtung? Ich will mich nur verorten. Gut, das ist eins weiter unten im Habitation Deck. Bist du hochgefahren? Ich kam über die Leiter, deswegen. Naja, okay, gut, da geht das zweite Deck nicht. Das ist verständlich. Ich könnte mir vorstellen, wenn die jetzt mit kleinen Schiffen kommen, dass die eher von vorne boarden wollen und nicht mehr von oben. Mhm. So, aber ich denke eben, weil die 325A, die vor euch gelandet ist. Die kam mit mehr als einem kleinen Schiff auf jeden Fall, weil ich wurde gerade von einem Raketentreffer komplett wegge... Hier kommt eine Miss. Ja, die hat mich gerade im Ziel. Ich boost hier mal raus. Ja, das ist sehr gut. Also ich bin unten alleine am Hangar, ne? Am unteren Hangar. Das schaffst du schon, Gana. Ja, ich lade nochmal nach. Ja, ich bin ja auch noch da, Gana. Gana, du musst das so sehen. Wir überlassen dir den Spaß. Ja, das finde ich gut. Ihr seid wirkliche Freunde. Ne? Wenn ein Gunner fällt, schließt der Rest der Truppe die rein, oder wie war das? Ja, also ich melde mich schon mal an, Gunner, wenn du nachher 5 Crime-Sets hast, dann nehme ich dein Bounty. Ja, sehr gerne. Ich habe übrigens schon 4. gut. Dann ist er Ich habe auch schon vier. Ich habe One. Ich muss gerade vor allem Kunstfolge nehmen. Ja. Ja, die wollen die Raven wegkriegen. Ja. Ich kann ja von Ulysses neu anfliegen. Jetzt bin ich weg. Ja, wir haben es gesehen. Aber gut durchgehalten. Also. Ja, gut also gemacht. Ich hab 4 bis 5 Schiffe gesehen. Applaus. Auf jeden Fall. Wenn ich bloß von Ulysses wegkomme mit der neuen Raven, dauert 3 Minuten, weil ich jetzt 5er Crime Set. Runner? Ja. Bist du schon verortet? Ja, bin ich.
Okay, gut, dann gehen wir mal wieder. Da kommt die Carrick. Ein Drop aus. Was? Da kommt schon wieder eine Carrick? Ja, da kommt eine Carrick. Da kommt auch doch gar nicht. Wie viele Carricks haben die denn? Ja, da kommt tatsächlich eine Carrick. Hat der jeder eine mittlerweile, oder? Die ballern auf jeden Fall ganz gewaltig. Die können wir ja gerne mal rein. Boah, da ist ein Schiff hochgegangen. Alles klar. Khan, wir müssen wieder auf Verteidigungsstellung. Die Border können nicht mehr weiter. Also ich denke, ich brauche die Border von oben. Ah, alles klar. Die Border von oben. Khan, los geht's. Achtung, die Border von oben. Falls es. LT, du bleibst hier mit mir, ne? Die denkt, pass auf, die kommen jetzt gleich raus. Ich hab die Tür von denen im Blick. Ja, ja, ich weiß, die ist ja direkt vor deiner Nase. Rechts, ja. Irgendwas fliegt da über mich drüber und ist ziemlich hell. Ich könnte theoretisch bei denen auf die Carrick rauf. Ja. Also komischerweise ist die Tür hier auf bei mir. Ach, war, ja. Krieg von mir rum hier, Alter. Hast du mich abgeschossen? Auf dem Feuer? Ja, Mann, weil du auf einmal da vor dem Bogen vor mir aufgeglitscht bist. Ich hab dich vorher nicht gesehen. Alter, ich bin aufgeglitscht. Ja, du warst auf einmal vor mir. Spawnen die immer noch von oben oder spawnen die von unten? Da kommt noch eine Hornet, da kommt eine Gladius, hier ist richtig was gebacken gerade. Kommt da einer, die Tank? Ja, die sind alle hier unten. Ich alle unten? Oben, Entschuldigung. Oben, okay. Ich sehe leider keinen, ich komme nicht ran, weil... Nee, ich bin nicht wieder da. Wie? Khan, wenn der Fahrstuhl hochgerufen wird, ja, müssen wir unbedingt in Stellung sein. Ja. Und geh nicht da rein, weil von da drin kann man dich sehen. Das geh nicht ins Licht. Khan, geh nicht ins Licht. Du schuldest. Ich bin oben weg. Ich bin oben weg. Du schuldest mir eine Lumina, Kollege. Khan, geh nicht ins Licht. Wir brauchen dich noch als Whisky-Einschenker hier. Jungs, die sind oben rein. Wenn jetzt alles vorbei ist hier. Die sind oben rein. Ich kann die Pisces noch, bevor sie in der Waffenfreien ist, abfangen. Ja, dann. Khan, geh du zur Leiter. Wo ist die Leiter? Was ist denn jetzt? Oh, weiß drin, weiß im Hangar, weiß im Hangar, weiß im Hangar. Ja. Ich sehe noch nichts. Weiß im Hangar. Wir sind in der Pisces. Nee, wir kommen, ja. Toll. Das hat ja wieder gut funktioniert. Ich habe keine Granaten, super. Die können aber nicht raus, die Links steht noch im Weg. Ich sehe nichts. Ich sehe keinen einzigen. Ich bin wieder auf dem Weg zu euch. Hab den Piloten gekillt. Ich mach wieder alles aus bei der Pisces. Sehr schön. Ja, Pharao, ja, kannst du irgendwas sehen? Ich sehe gar nichts. Also ich sehe keine einzige Person auf der Carrack. Das ist ja krass. Scann doch mal einer bitte die Carrack. Da geht gerade die Tür. Ja, da kommt der D-Tank. Okay, gut. Da geht jetzt... jetzt ist hier ein Hornet in die Carrack geflogen. So halb, so fast, so ganz. Hier stehen 3000 Schiffe bei mir rum. Explodiert, ey. Irgendwas explodiert? Die Laderampe lief hier gerade durch die Carrick durch. Was war denn das hier? Ja, die hängt doch eigentlich noch in der Luft. Einer steckt über der Carrick. Ich bin gerade wieder auf dem Weg dahin. Ich spring gerade nach. Gut. Ich sehe leider gerade nicht mehr sehr viel. Das ist diesmal krass. Achtung, da kommt einer. Ich glaube, die Carrick ist da. Komm zu mir rein. E-Tank, wie sieht's bei dir aus? Ja, so, der ist der Horn bis tot. Reine, der Horn ist weg. Den habe ich getroffen. Ich glaube, die Carrick ist leer über uns. D-Tank, geh einfach mal rein und versuch mit dem Schiff wegzufliegen, also mit der Carrick. Falls du angeschossen wirst, geh sofort wieder raus. Wir wollen hier kein Risiko eingehen. Jetzt hängt diese komische Hornet auch noch hier rum. Also irgendwie, hier schweben draußen noch 3 oder 4 Schiffe rum. Also hier fliegt noch eine 325 oder irgendwie sowas. Es ist keiner mehr in der Luft, der Luftunterstützung geben kann sozusagen. Nee, ich weiß. Alles klar, sehr gut. Eli, wo bist du? Ich fliege euch gerade wieder an. Alles klar. 10 Kilometer entfernt. Kahn, wir gehen hier in diese Seitendeckung, sag ich mal, in den Frachtraum. Da haben wir wenigstens ein bisschen was an Schutz. Also ich sehe gerade den Fahrstuhl in der Carrick. Also hier passiert nichts hier draußen. Ach komm! E-Tank, wie sieht's bei dir aus? Ich fahr jetzt aufs Hubby-Deck hoch. Okay, gut. Falls nur noch jemand im Pilotensitz da ist, einfach umschließen und das Schiff in Besitz nehmen.
Genau, und dann hinter unsere Carriage. Nein, hinter unsere Carriage stellen. Ja, so geht's auch. Ne, über eurer Carriage schweben lassen. Warum? Dann kommen sie mit der Pisces nicht aus dem Hangar. Und wenn die da verortet sind, Leute. Soll ich den Piloten von der Carriage wegholen? Mach sie einfach weg. Irgendwas kommt hier gerade angeflogen im Dunkeln. Fliegst du nach Jela, dann wachen die alle in Jela auf. Falls ich auch unsere Carrick hat sich bewegt, weil die andere Carrick da rausgeflogen ist. Die andere Carrick ist auch schon schwer beschädigt, also. Die haben sich irgendwie verkeilt komplett. Ich hab den Piloten der Carrick weggeholt. Okay, ja, gut. Flieg die Carrick mal weg, die da drüber schwebt. Ja, flieg sie weg und tu sie am besten sprengen oder sowas dann. Land sie und sprengen sie oder fliegt sie irgendwo in ein anderes System. Die explodiert gleich, die rampelt sich irgendwo dran auf. Oh Gott, dann ist die Pisces ja auch weg, ne? Dann ist die ganze Carrick von uns weg. Werde beschossen. Ja, gesagt, das ist die 325er oder irgendwas, was hier auf die schießt. Die auch? Ja, ich komme nicht auf den Fahrersitz, der ist das irgendwas faul. Dann geh eine Etage höher, da ist noch der. Ja, ich hab grad aber Kontakt. Achso. Sieht spannend aus auf jeden Fall. Ja. So, Raven wieder im Anflug. Keine EMPs auf eine der beiden Carricks. Falls die einen EMP trifft, ist das hier zu Ende. Irgendwas ist gerade abgestürzt? Ja, das war ich. Die kam von hinten mit irgendeinem anderen Schiff. Jo, so, die Carrick fliegt weg. Gut. Du hast alles gerammt, was in der Gegend war? Über unsere Carrick ist noch eine Hornet. Ich weiß nicht, ja, die Hornet ist leer. Das ist da, wo Aquarius eben drin war. Da ist aber noch eine. Ja, was auch immer das ist. Was bist du? Wir können uns wieder verteilen. Ich glaube, das ist noch eine Titan. Und hier ist immer noch die 3, ja, 25er, irgendwie sowas. Pharao kommt mit einer Freelancer. Nicht drauf schießen, bitte. Das Problem ist, dass unsere Carrick sich komplett gedreht hat. Also da kommt auf jeden Fall keiner mehr rein. Okay. Die ist abgehoben. Also, ja, die hängt so schräg in der Luft. Die hängt, ist komplett hochgehupft. Die vielleicht mal wieder gerade hinstellen. Ja, ich probier's. Kahn, kommst du mit und gibst mir Rückendeckung? Nö. Nee, mach das nicht, der Kahn, der schießt auch die eigenen Leute ab. Mach das nicht. Okay, gut, Kahn, dann bleibt man ganz weit weg. Ich wurde aus der Carrick geholt. Aber du wurdest aus der Carrick geholt, das ist scheiße. Die Carrick steht wo? Also die feindliche Carrick? Habe ich ein paar Kilometer weit weggeflogen, auf Vollspeed. Unsere Carrick wieder zu parken, das könnte aber äußerst schwierig werden. Ja, hier oben fliegt immer noch eine Avenger, ich denke mal Titan. Und Renegade aus Citgo. Okay, und eine, ja, die fliegt jetzt weg, die 3 irgendwas fliegt weg, 3 von 20, die fliegt in deine Richtung, One. Ah ja, die sind hinter mir, ich suche die Carrick. Die ist weiter, Backboard. 5000 Meter Backboard. Ja, ich hab sie, in der Luft aber, ne? Das weiß ich nicht. Okay, die steht wieder hinten, ist eine Miss, da kommt ja, eine Miss. Die schießen Raketen auf mich, das macht aber nichts. Ich hab die Carrick gelockt, ich werde die, sobald ich ran bin, EMPen, dass die nicht wieder zurückkommt. Ich habe unsere Carrick wieder gerade hingestellt. Ja, sehr gut, danke. Die feindliche Carrick ist ungefähr 2 Kilometer weit weg. Hm. Okay. Weil ich ins Schiff gestiegen bin, sehe ich deren Marker, ja. Die schießen hier wie die blöden Raketen auf mich. Hier kommt gerade die Carrick wieder an. Oh, die fliegen. Wir haben getroffen, Alter. Die sind hier schon wieder über das Deck geflogen. Die Carrick hat mich fast erwischt. Die sind schon wieder über das Deck geflogen. Ja, eben mit der Carrick. Achtung, die Carrick ist jetzt hier irgendwo gelandet. Geh mal in den Hangar und warte in der Pisces. Ich warte in der Pisces. Falls sie da wieder reingehen. Die Carrick ist erwischt. Die haben mich sowas von auf dem Kieger, die wissen, dass ich gefährlich bin. Die Carrick ist vor unserer Carrick im Canyon gelandet. Ja. Soll ich da hin und gucken, was die tun? Nee, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Die sprengen, werfen irgendwas. Was machen die denn? Was macht die Mist denn da? Warden, welche gegnerischen Schiffe sind jetzt im Luftraum? Werden jetzt wieder da? Ich bin auf Ulysa. So. Die landen jetzt alle um unsere Carrick rum. Hier ist alles im Luftraum. Weil die haben sich alle auf mich gestürzt, weil die wissen, dass ich an die Carrick ran wollte. Alter Scheiß, was ist denn hier los? Die ist jetzt noch irgendwie noch eine Hornet, ist eine Mist. Da oben kommt noch 2 Sachen irgendwas. Ja, aber ohne Scheiß, ey. Hier sind gerade bestimmt 10 Schiffe über uns. Hier Achtung, was war das gerade? Warst du das, Rana? Nein, das war die. Das war ich. Nein. Das war ich. Ich bin abgeschossen worden. Das ist ja weit. Ja. War ja schon da.
Das stimmt, ich habe jetzt erst drüber geflogen. Also die sind jetzt alle irgendwie alle mit einzelnen Schiffen hier, was auch immer die hier tun. Anna, gib durch, falls bei euch jemand reinkommt. Achtung, die schießen mit... Da kommt einer mit einer Red. Hallo. Ja, hier schießt gerade eine Miss auf unsere... Auf die... Die explodiert gleich. Wenn die Miss so weiter ballert, seid ihr gleich tot. Wir? Ja, die Miss hat gerade voll auf die Carrick geschossen. Oh oh. Die Carrick ist schon schwer beschädigt. Achtung, da kommt einer. Da kommt einer zu Fuß, der boardet jetzt gleich unten. Achtung. Bleib du mal hier drin, Karl. Rumpel rum, ich kann nicht schießen. Alles gut, wir sind zu zweit unten am Hangar. Ja, passt auf. Aber wo ist Pharao eigentlich? Oh, der ist gestorben. Ah. Erstmal bin ich abgeschossen worden und dann bin ich. Ja, jetzt reib's mir doch nochmal. Ach, ich bin halt Wer beleuchtet mich hier eigentlich so scheiße? Also, ihr wisst schon, dass du nur auf die Beine schießt, oder? Gunner tot? Gunner tot? Oh, Gunner tot. Oh, Gunner oh. Tot. Bist bereit? Da werden die Gunner, wie sieht's aus? Werdet ihr überrannt oder wurde. Hast zwei, du mich getötet oder also, zwei okay. Habe ich ausgeschalten. Ein Schiff landet wieder vor mir, sagt Carrick. Ja, das ist die Miss. Landet es auf der Carrick oder vor der Carrick? Vor. Granate? Boah, die kommen jetzt wieder von unten rein, okay. Ach. Nein, die ballert volle Lotte. Die Miss ballert volle Lotte in euren Hangar rein. Die andere Miss schießt auch voll auf euch. Warum denn? Bleib einfach da drin, Khan. Bleib in der Pulse. Bleib da drin, die schießen volle Lotte auf in die Miss rein. Mit zwei, in die Carrick rein. Mit zwei Miss. Warum? Ja, warte. Ich bin auf dem Weg zu euch. Also ich habe jetzt eine Red noch vom Himmel geschossen. Wow, vorne in den Hangar rein. Bei uns gibt es einen roten Alarm an, die müssen mal aufhören, weil so ein Ass. Das wird gleich 100% unentschieden geben. Ich riech das. Ich glaube, ich fahr da mal den. Obwohl, wenn ich den User vorfahre, dann bin das auch nicht. Shit. Ah, toll, Alter. Die ballern hier rein wie die Verrückten. Ne. Sind hier jetzt komplett übergeschnappt. Ich habe noch einen erwischt, der lief draußen rum. Keiner in der Luft, irgendwie. Die ballern volle Lotte. Die wollen es dazu bringen, die Pisces rauszubringen, habe ich das Gefühl. Naja, dann sollen sie halt, wenn die Linksköpfe. Da kommt noch einer auf dem Fußboden. Der kriegt am Fußboden. Oh, hey, kommt vor noch einer. Boah, die schießen hier komplett rein, was sollen die Scheiße. Alles ja, gut. Die wollen halt nicht verlieren. Es ist alles erlaubt, hast du ja gehört, ne? Ja. Genau. Also, ich habe mein Schiff wieder, ich kann nochmal anfliegen. Aber jetzt hat die ganze Szenerie hier eine richtig geile Optik, hier qualmt, rotes Licht. Ja, aber hallo, ey, hier ballert gerade die Miss, versucht ja, ich heb den gerade mal hier vom... Pass auf, da vorne kommt noch einer. Auf die Schilde umleiten. So, eine Miss von denen ist weg. Welcome to Robert's Space. Ich schaue, dass ich noch so rechtzeitig komme, um die andere wegzumachen. So. Es kann sein, dass sie auch nur versucht haben, uns von da unten zu vertreiben. Da kommt noch einer. Also ich habe eine Red, eine... Oh, da kommt einer hoch, da kommt einer hoch. Eine Miss habe ich jetzt gerade auch weg. Da einer hochgekommen, Leute. In den Hangar. So. Aufpassen. Bei mir jetzt. Ja, einer kommt gerade vorne rein. Wie viel Zeit haben wir noch? Dann komme ich mit aufs Schiff. Weiß ich nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Alter, schon wieder schon Runner. Die kommt von der Rampe. Gesehen, hinter dir, Runner! Jetzt. Hinter dir, Runner! Kill, der ist auch hier oben, bei mir. Ist hier oben auf dem Technical Deck noch einer? Ja, da drin ist einer. Ich hol ihn weg. Ja, ich hab ihn, der hat mich. Was, jetzt hast du ihn oder er dich? Ja, beides irgendwie. Hab ihn. Nein, hab ihn nicht, fuck. Hab ihn jetzt. Gut. Taktik Totstern funktioniert hier nicht. Die Miss schießt schon wieder auf die Carrick. Khan, bist du hier wieder gespawnt? Gut. Ja, natürlich. Oh, fuck, mal die hier rein, ey. Frage an unsere Carrick. Oh, haben die kommen wieder. Schnell, Khan, beeil dich. Ja, ich beeil mich. Nochmal wiederholen, bitte.
Eli, bist du noch in deiner Miss oder haben wir überhaupt eine eigene Miss? Gut, dann schieße ich auf jede Miss, die ich finde. Ja, da waren zwei Miss. Eine Miss habe ich runtergeholt, dann kam von hinten noch eine 325. Und eine Miss müsste noch da sein. Okay, dann ja, die schwebt. Ah, die sind noch hier, bei mir hier oben, Kill. Gut. Die Miss schwebt senkrecht. Die sind überall auf dem Technical Deck. Die Miss schwebt senkrecht über der Carrick und guckt von ich oben in den Hangar rein. Okay, dann schaue ich, dass ich mir die Miss kralle. Das ist das reinste Fluggemetzel. Jana, komm so schnell wie möglich hier aufs Technical Deck. Ja, ich kann das Bett nicht aufstehen. Doch jetzt. Jana, da kommt jetzt einer hoch. Oben ist einer über dem Hangar. Da läuft einer gerade rum. Ja, das wollte soll ich nicht hier unten am Hangar bleiben? Nein, komm hoch. Ist das normal? Dass hier oben sind drei Leute oder so. Und ich stehe hier gerade allein. Ich komme. Ich komme runter auf Tech, auf Tech. Von unten kommt noch einer rein. Okay, dann warte ich hier nochmal einen Moment. Ganz toll. Das Problem ist, da liegen die Scheißkarten. Pass auf, jetzt kommt der hoch, die Rampe. Das Problem ist, da liegen diese Scheißkartons von der alten anderen Carrick dazwischen. Ich kann die schießen ja schon die Pals drauf. Wir wissen, was jemand von uns in der Freelancer im Anflug? Ja. Der hat mich getötet. Warte mal, Stevie. Ja, wir gehen jetzt in die Pals. Zwei Leute in der Pals. Ich kann nichts machen. Ich kann meine Waffen nicht. Ich habe meine Waffen, sind alle weg. T-Wiesel kommt mit einer Freelancer, ich gehe jetzt drauf. Zieh Messer. Hier kommt noch eine Hornet und noch eine Miss. Oh Gottes Willen, ey. Ja, ist das richtig schön chaotisch, oder? Ja, man sieht vor allen Dingen, wenn das dann noch Sandsturm ist. Die Peis ist eben weg. Gar nichts mehr. Ist die Peis noch im Hangar? Nein, die Peis ist weg. Okay. Den hier unten am Hangar habe ich übrigens aufgehalten. Die haben die Peis, ich bin auf der Peis, ich treffe den Piloten nicht. Du musst auf die Hand schießen vom Piloten, das ist der Hitpoint. Es kommt einer die Rampe hoch. Ich kann mich darum jetzt nicht kümmern. Ich muss der Pisces nach. Steht die Pisces noch im Hangar? Ich hab die Pisces im Visier. Ich EMP die Pisces jetzt. Die ist ab weggeflogen, aber soweit ich weiß, ist die Tech. Ja, aber warte doch mal, da ist noch einer bei einer drinnen. Er trifft halt nicht. Haben wir du musst auf die Hand da unten stehen? Auf die rechte Hand schießen. Wer ist denn jetzt in der Pisces drin? Ich kann ihn auf die rechte Hand schießen, wie ich will. D-Tank. D-Tank ist in der Pisces drin. Schieße mir den Kopf. Okay, dann versuche ich D-Tank anzuwerben und die Pisces noch vor Ulisa runterzuholen. Tu das. Und D-Tank, du kannst auf die Hand schießen oder auf den Arm vom. Auf den rechten Arm vom Piloten. Ich probier's, der kriegt keinen Schaden von mir. Einfach Dauerfeuer drauf. Dauerfeuer drauf, das hat bei mir auch funktioniert. Was ist das denn hier? Oh, wir haben noch einen Weißen an Bord. Also, der Scheiß drauf. Wow! Alter. Ich bin gerade in der Carrick am Medibet erschossen worden. Die verorten sich jetzt auf unserer Carrick. Was auch immer das denen bringt. Alter, das ist scheiße. Ja, sie sind in der waffenfreien Zone von Port. Die denkt, du bist 20 Millionen Kilometer weg. Ja, die sind auf Port und sind in der waffenfreien. Ja. Alter, die töten mich jetzt im Medibet. Ich wache auf und werde sofort wieder erschossen. Ich bin jetzt auch auf dieser Bau. Ja gut, dann haben wir wohl verloren, ne? Ja, aber der Spiel ist schon gelandet in Ulisa. Ja, jetzt. Die Pisces ist halt einfach super schnell. Sie ist explodiert an Polit Ulisa. Die ist explodiert? Ja! Ja, durch den Turret von Port Ulisa. Ja, dann haben wir. Dann hast du nur entschieden. Ich hatte doch Crimestead bis. Ich auch. Wir bleiben alle mal auf Daymar. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt erstmal von euch hier. An dieser Stelle, ich habe einen Blackscreen, wie ihr seht. Hier passiert gar nichts mehr. Ich sage tschüss. Jungs, sagt alle mal tschüss. Tschüss. Alles klar, bis denne. Ciao, ciao.